Die alte Sau-Homo-Ehe wird mal wieder durchs Dorf getrieben, das hoffentlich irgendwo da hinten ist. Mich sollte es freuen. Mich sollte es freuen, wer mir bei Facebook oder Twitter folgt. Was ich sehr empfehlen kann. Der weiß, das ist eigentlich mein Thema. Homo-Ehe, damit beschäftige ich mich, das finde ich gut. Und wir haben ja in Deutschland noch keine Homo-Ehe. Das wird gerne falsch verstanden. Wir haben in Deutschland die eingetragene Lebenspartnerschaft. Das lässt sich vergleichen. Shakespeare, Richard III. Schreit am Ende, ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd. Und die Politiker kommen an, ja du, wir hätten hier so ein altes Pony, das kannst du haben, das brauchen wir nicht mehr. Das ist die eingetragene Lebenspartnerschaft. Ein altes, schwules Pony, das aussieht wie ein Busch. Also man hat da nicht die Möglichkeit, sich gemeinsam steuerlich zu veranlagen. Man hat nicht die Möglichkeit zu adoptieren. Eine Sache, die ich sehr gerne zitiere, ich weiß von Freunden, die hatten Probleme im Hospital. Also im Krankenhaus, die eine lag auf der Intensiv, die andere hat keine Familienmitgliedsbesucherrechte bekommen, sondern nur Freundesbesucherrechte, weil die nach Ansicht des Krankenhauses keine Ehepartner sind, sondern nur Freunde. Gibt sicherlich auch Krankenhäuser, die das liberal handhaben, aber ich fand es ein wenig arschig. Und jetzt kam halt von den Grünen Volker Beck und sagte, hier, ich bringe zwei Gesetzesentwürfe zur Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Ehe in den Bundestag ein. Die Opposition, SPD, Grüne, Linke, mehr oder minder dafür. Also keine Gegenstimme, es gab wohl ein, zwei Enthaltungen oder so. Ich hab's gerade nicht im Kopf, aber ihr könnt die namentliche Abstimmung, wer wofür gestimmt hat, unten nochmal nachgucken. Ich hab's verlinkt. Und da seht ihr auch CDU, CSU, FDP. Nein. Beziehungsweise es war mehr so CDU, nein. CSU, nein. Und FDP, nein. War das richtig? Und als das dann nicht so gut ankam, da kamen dann so ein paar von der CDU und sagen, ja, wir können ja vielleicht ein Gesetz machen, dass die Homosexuellen zumindest steuerlich gleichgestellt werden. Was jetzt übrigens gerade vor ein paar Tagen wieder abgeschmettert wurde. Also der Bundesrat hat dann entsprechend einen Antrag gestellt ans Kabinett. Das Kabinett hat gesagt, nö, das lassen wir mal. Aber allein der Vorschlag, Homosexuelle in ganz Deutschland riefen, hurra, ein Steuervorteil. Ich bin also nicht gleich, aber mein Geld ist es. Und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, unsere Justizministerin von der FDP, lieb gemeint, hat gesagt, ach komm, ich passe einfach 40 Gesetzestexte an und dann steht da halt nicht nur Ehe und Ehepartner drin, sondern auch eingetragener Lebenspartner und so. Lieb gemeint, aber zementiert nochmal, dass das was anderes ist. Und das ist dann ja nicht, was wir wollen. Wir wollen ja nicht was anderes, wir wollen das Gleiche. Und alle Menschen sind gleich viel wert und müssen die gleichen Rechte haben. Da sagt die CDU, aber nein, das dürfen wir nicht machen. Denn im Grundgesetz steht, wir haben die Aufgabe, die Ehe zwischen Mann und Frau besonders rechtlich zu schützen. Oh mein Gott, das wussten wir nicht. Also weder ich noch das Grundgesetz. Wenn jetzt hier irgendwann Grundgesetz auf Bäumen wachsen würde. Oh, was ist denn das? Also, Artikel 6, schaut mal mit rein. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Liebe CDU, CSU. Zählt bitte auf, wie häufig in dieser Definition von Ehe Mann und Frau vorkommen. Kriegt ein Bienchen. Das ist so. Der Baum da ist gut, an dem geht das. Das ist genau wie das Argument, das jetzt auch immer wieder kommt. Wir dürfen die homosexuelle Ehe nicht gleichsetzen, weil wir sonst weniger Kinder haben, weil die ja keine Kinder kriegen können. Das hatte ich schon im letzten Video aus dieser Reihe, in der ich meine Meinung kundtue. Wer glaubt? Man sagt Homosexuellen, tut mir leid, wir können eure Ehe nicht anerkennen als Ehe. Und die sagen dann, ach ja, na gut, dann gehe ich halt, heirate heterosexuell und kriege Kinder. Nicht wahr? Kategoriegespräche, die man jeden Tag auf der Straße hört. Leute, die das glauben, der Pfeifton vom Wind in eurem Kopf hört auf, wenn ihr ein Ohr zuhaltet.